jetzt, oder? Jawohl, grüß euch, servus, willkommen zum Fußballkindergarten der Münchner Fußballschule. Ja, du bist ja sonst noch nicht groß genug. Der Chris ist heute wieder an meiner Seite, ist heute das Kind. Kind? Ja. Ich bin der Trainer. Und wir brauchen heute einfach nur einen Hocker. Jetzt drücken wir, müssen wahrscheinlich kurz auf Pause drücken und irgendwoher einen Hocker kriegen. Vielleicht den vom Zähneputzen oder woher auch immer. Wichtig ist, man muss draufsteigen können und draufspringen können, dass er einigermaßen stabil ist. Okay? Wir haben dazu noch 4 Klopapierrollen, beziehungsweise 4 Hütchen, was auch immer du hernehmen magst, in der Größe. Und ja, das war's eigentlich. Ball und Tor. Mehr brauchst du heute nicht. Es wird heute eine kurze Einheit, dafür knackig. Okay, viele schnelle Wiederholungen, wird sehr anstrengend, dafür dauert es insgesamt heute nicht so lang. Gut, fangen wir an mit dem Aufbau. Das Tor bleibt erstmal in der Mitte. Unseren Hocker brauchen wir für die erste Übung noch nicht, das ist jetzt nämlich ein Ziel. Okay, stell den Hocker einfach ins Tor, gerne in irgendeines der beiden Ecken. Schau, und du darfst jetzt umbolzen, ausnahmsweise. 2 Klopapierrollen reichen. Die stellst du jetzt im Abstand von 1-2 Metern, fast 2 Meter, stellst du den jetzt auf, dass wir das gut sehen. So müsste das passen. Die brauchen wir erstmal noch nicht. Es geht jetzt nämlich ganz, ganz leicht los zum Aufwärmen. Und zwar, wir müssen jetzt immer wieder wie eine 8, okay? Du kennst sicher die Zahl 8, wie eine 8 um diese 2 Hütchen rumgehen. Das kannst du jetzt in der ersten Runde mal mit der Innenseite machen, mit beiden Füßen. Okay? Also beide Füße, Innenseite. Also jetzt habe ich hier gerade meinen rechten. Zack, zack, zack. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wenn du durch die 2 Hütchen durchgehst, dass du den Fuß wechseln musst. So, jetzt ist hier wieder links dran und das Hütchen rum. Jetzt wechsle ich wieder. Okay? Immer wenn ich einmal durch dieses Hütchentor durchgehe, muss ich wechseln. Sehr gut. Gut aufgepasst. Zack, zack. Gut. Wir malen 3 Achter. 3 Achter und dann wird erst geschossen. Okay. Okay? 3 Achter, dann wird geschossen. Das ist die erste Runde. Ist ganz, ganz simpel. Du darfst gleich. Moment, da. Großer C, Innenseite quasi, also die Seite vom großen C auf beiden Füßen. Genau. Eine Proberunde. Gut. Erste 8 Hammer. Eine 8 haben wir gemalt. Jetzt malt der Chris schon den zweite. Er nimmt nur die Innenseite her. Er wechselt schön die Füße. Super. Eine haben wir noch. Letzte 8. Noch eine. Ja, waren es jetzt 4? Ich weiß es gar nicht. Gut, wunderbar. Beim Wettkampf muss ich natürlich genau aufpassen. Tja, beim Wettkampf malen wir insgesamt 6 Achten, das heißt 2 Runden. Erste Runde, 3 Achter malen. Schon, du hast gar nicht geschossen übrigens, gell? Lieblingsfuß schießen. Oh, ja. Ja, hab ich überhaupt vorher geschossen? Ich glaube auch nicht. Auch nicht? Nichts, ja. Was ist denn jetzt schon wieder los bei mir? Ja. Also, natürlich, wenn du 3 Achter hast, schieß den Ball bitte auf den Hocker. Okay. Wenn du ihn nicht triffst, den Hocker, nochmal hier zwischen die 2 Hütchen, nochmal schießen. Okay? Da wollen wir ein bisschen krachen jetzt heute. Gut. Wenn du getroffen hast, noch eine Runde, nochmal 3 Achter malen. Wenn du dann wieder getroffen hast, dann ist der Wettkampf vorbei. Und ich habe nur getroffen, wenn ich den Hocker triffst. Wenn du den Hocker triffst. Also nicht ins Tor. Nein, okay. Wir wollen den Hocker abschießen. Okay. Gut. Also zweimal den Hocker abschießen, zweimal 3 Achter. Ist klar? Gut. Bereit machen. Ganz anfangen, wo du willst. Ich passe auf, dass du auch wirklich 3 Achter malst. Nimm die Innenseite. 3, 2, 1 und los. Schön. 1,
2. Und 3. Fertig. Schuss. Lieblingsfuß getroffen. Gut. Und jetzt das Ganze noch einmal. Innenseite, Innenseite vor. Vorsicht. Zu Hause auch. Nimm die Innenseite, den großen Zeh. Genau. Die Seite mit dem großen Zeh. Eine Hammer. 2 Achter. Gut. Leck hast du es. Der dritte. Fertig. Jawohl. Fertig. Jetzt habe ich ein Drehbuch. Fertig. Okay, erste Runde beendet. Wir machen es ein bisschen schwerer. Zweite Runde. Du benutzt jetzt, es ist vielleicht sogar ein bisschen unnatürlich, das wirst du jetzt auch merken, wenn du deinen schwachen Fuß nimmst mit der Außenseite, ist komisch. Wir machen es jetzt aber zum Aufwärmen trotzdem mal. Nur, dass du merkst, irgendwie ist das blöd. Kommt dann noch eine dritte Runde. Wir machen jetzt 2 Achtern. Okay. Okay, 2 Achter, Schuss. Vorher haben wir 3 gemacht, oder? Ja. Genau. 2 Achter, Schuss, 2 Achter, Schuss, 2 Achter, Schuss. So, ich probiere das jetzt mal. Ich fange auch wieder einfach so an. Kleiner Zeh. Okay. Fang erstmal an, wie du meinst. Jetzt weißt du spätestens, jetzt musst du hier den linken nehmen. Zack, 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 kleiner Zeh. Und jetzt hier den rechten. Kann sich natürlich bei dir zu Hause genau umgekehrt auch. Jetzt nicht, du findest es selber jetzt bei der Proberunde, wann du welchen kleinen Zeh hernehmen musst. Okay, das kann jetzt ein bisschen täuschen hier im Bild auch. Also du musst es mir nicht 1:1 nachmachen, sondern finde es selber raus, wann du welchen kleinen Zeh. Hier muss ich jetzt bei mir, habe ich den linken und hier habe ich den rechten kleinen Zeh. Okay, dazwischen ist jetzt gar nicht so wichtig. Kleiner Zeh, linker und kleiner Zeh. Jetzt habe ich 2 gemacht, oder? 3 sogar. Waren sogar 3. Ja. Gut, bring dich in Position, schieß das Ding wieder ab. Wir schießen mit dem etwas schwächeren Fuß jetzt einfach, okay? Okay. Mit dem schwachen auf den Hocker. Alles klar. So, Proberunde und das schneller werden. Wie gesagt, heute wird es intensiv. Ja. Super, kleiner Zeh, kleiner Zeh. Wo war sie? Kleiner Zeh, kleiner Zeh. Ganz eng rum. Schuss. Ah, ja, stimmt. Gut. Nochmal 2. Schön. Nummer 1 haben wir. Und jedes Hütchen quasi 2-mal rum. Nummer 2. Fertig, wunderbar. Schade, beim Wettkampf zählt der nachher nicht, gell? Muss nochmal schießen. Jetzt hast du es. Einen haben wir noch. Ja, ja, ja. 3 mal 2. Schön. Da bin ich. Jetzt bin ich dran. Schwacher Fuß, oder? Du bist Linksfuß, Chris. Heißt. Schwacher Fuß rechts. Für dich zu Hause auch. Yeah. Bitte nicht vergessen, schwacher Fuß jetzt schießen. So, es ist komisch, oder? Mit dem schwachen Fuß, kleiner Zeh, Außenseite dribbeln. Bisschen komisch, ja. Fühlt sich komisch an. Wurscht, wir machen jetzt auch den Wettkampf, dass wir das auch haben. Und dann zeige ich dir in der letzten Übung, dir zu Hause natürlich, wie es das Optimale ist, wie du wahrscheinlich am allerschnellsten bist. So, jetzt bitte nochmal nur der kleine Zeh links, rechts wechseln. Immer 2 Achter und dann schießen. So, und los. Kleiner Zeh, sehr schön. Erste 8. Eine brauchen wir noch vor dem Schuss. Wir brauchen 2 Achter vor dem ersten Schuss. Jawohl, schön. Schwacher Fuß, gut. Ein Treffer. Wer hat zuerst 3 Treffer? Erste 8 haben wir. Wir brauchen wieder 2 Achter. Gut, gut. Schön. Schwacher Fuß. Jawohl.
kleinen Zehbein, das machst du sehr gut. Zweiter Achter. Zweiter Fuß, dein rechter. Genau. Ich komme leider nicht hin. Haben wir noch eine Runde? Ja, wir haben noch eine Runde. Dreimal zwei Achter. Es sind drei Schüsse und du brauchst davor immer zwei Achter. Einen Achter haben wir noch. Kommt der letzte. Der letzte. Jawohl. Nochmal schießen. Schießen ohne Acht. Jawohl. Gut. Anstrengend heute, oder? Ja. Wunderbar. So. Komm, nur stehen lassen. Wunderbar. Wenn du es jetzt so nicht geschafft hast, ihn zu schlagen, er war richtig schnell unterwegs, obwohl du einen Fehlschuss hattest, dann einfach nochmal probieren. Gut. Letzte Form. Wir nehmen nur unseren starken Fuß. Okay. Und gehen, wie du willst, geh um die Achter rüber. Du wirst es selber merken, du musst automatisch jetzt hier, wenn ich Rechtsfüßer bin, den großen Zeh nehmen. Okay. Und hier den kleinen Zeh. Also da kannst du dann viele kleine Berührungen, großer Zeh, zack, zack, kleiner Zeh, alles mit dem Lieblingsfuß. So, wir machen jetzt nur noch eine Acht, eine schnelle Acht. Okay. Schießen den Ball sofort in die Markierung. Nochmal eine Acht, wir brauchen vier Treffer. Okay, also viermal vier Achter, vier Schüsse. Alles klar. Ich mache noch einmal, komm. Ja. Also nur einmal so schnell du kannst mit deinem Lieblingsfuß, starker Fuß, zack, zack, acht ist fertig und sofort schießen, zack, noch getroffen und jetzt geht es sofort wieder von vorne, das nächste acht und schießen, okay? Okay. Passt, oder? Mach kurz eine Proberunde. Darf ich mit meinem starken Fuß schießen oder soll ich mit dem schwachen Fuß schießen? Ja, ja, alle komplett stark. Okay. Alle stark. Jawohl. Eins und gleich die Nummer 2. Wir brauchen vier Treffer. Vier Achter, vier Treffer. Brauchst du. Gut. Boah. Nur noch schießen, 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 schießen. Ja. Schießen, schießen, schießen. Du bist doch Linksfuß. Sag mal. Schon wie beim Sur. Ja, stimmt, der war letztes Mal da. Der hat ewig geschossen. Was haben wir jetzt? Zwei, gell? Ja. Zwei Achter, zwei Treffer, gut. Vier brauchen wir. Schön. Drei. Eine noch. Bis du natürlich seinen linken Fuß her. Kleiner Zeh, großer Zeh, sehr schön. Das schön. Wunderbar. Passt, oder? Ja. Tja, du darfst jetzt gleich nochmal machen. Gleich Wettkampf. Jetzt noch eine Sache. Wenn du ein bisschen schneller bist zu Hause. Du darfst es nicht machen, bei dir wäre es nicht aufgefallen. Wenn du jetzt als Linksfuß in die Richtung gestartet hättest, wärst du wunderbar. Schau mal hin. Ich mache es jetzt mal als Linksfuß vor. Tja, jetzt geht die 8, wenn ich so, dass du genau ohne den Ball noch umlegen zu müssen schießen kannst. Ja. Wenn du da kurz drüber nachdenkst zu Hause, vielleicht kriegst du es so hin. Ich habe es jetzt als Rechtsfuß, ist es so optimal. Du kannst du sofort schießen. Als Linksfuß, eigentlich so, komm, du darfst auch so. Darf ich anders? Ja, du darfst auch so, dass du gleich schießt. Großer Zeh, kleiner Zeh bleibt. Vier Treffer brauchen wir. Wenn du sicher triffst, einfach nur nochmal schießen. Vier Achter brauchen wir. Nicht mehr, bitte. Die Kinder gegen den Chris und los. Genau, schau, da kommen wir schön rum. Eins. Und was meinst du, sind wir am allerschnellsten, oder? Mit einem Fuß. Was sagst du? Ja, danke. Fühlt sich besser an. Ja. Dann machen wir es auch zum Schluss. Der war ja so weit daneben. Ja, ich krieg einen Drehbogen von der 8 und da. Ja, ja. Okay. Gut, Aufwärmen beendet. Geh kurz was trinken. Danach
Bauen wir auf und machen weiter. Zack, zack, zack heute. Diagonal heißt, dass wir mehr Platz haben. Stell es vor in eine Ecke, leicht schräg. Genau. Ich hoffe, du kannst es jetzt in der Kamera noch gut erkennen. Und den Hocker gegenüber in die andere Ecke. Okay? Eine Ecke Hocker, eine Ecke Tor. Wie du das machst, ist völlig wurscht. Hauptsache, wir haben viel Platz. Wenn du zu Hause eh viel Platz hast, dann kannst du auch gerade machen. Wir haben hier nicht so viel Platz, drum machen wir es jetzt diagonal, so geht noch ein bisschen mehr. So, wir brauchen einen Torwart in der Mitte. Hocker ist jetzt nicht mehr Torwart, beziehungsweise nicht mehr Ziel, sondern wir haben wieder zwei Klopapierrollen. Und die anderen zwei Klopapierrollen, ich glaube, wir haben am Anfang gesagt, oder, dass wir vier brauchen. Ja, wie gesagt. Die anderen zwei sind der Gegenspieler. So. Jetzt schauen wir hin. Torwart, Abwehrspieler. Und Hocker ist alles in einer Linie. Es müsste nicht so ausgehen von der Distanz her. Ball in die Hand. Wir üben ein bisschen Sprungkraft. Schnellkraft. So, pass auf, es geht ganz, ganz leicht los. Ein Fuß auf den Hocker, den anderen Fuß am Boden. Okay. Arme bitte ausstrecken. Arme ausstrecken. Und jetzt wechselst du in der Luft. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Sprünge, also 4 links, 4 rechts. Gehst hoch, okay. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen knapp fast. Ja, wir gehen daneben vorbei. Drücken. Okay. Mhm. Schieben. Übersteiger, Lieblingsfuß. Lieblingsfuß vorbei, Lieblingsfuß schießen. Das ist auch die Übersteigerfinte. Das ist jetzt bei uns hier schon sehr knapp. Okay. Aber ich habe es jetzt mit meinen großen Füßen, du kriegst es mit deinen Füßen auch hin. Ja. Ich mache es jetzt noch einmal schnell. Es dürfte sich genau ausgehen. Jetzt pass auf. Vielleicht drehen. Klopapierrollen ein bisschen drehen, weil wir dribbeln ja genau auf die Klopapierrollen zu. Stell dir einfach vor, die zwei Klopapierrollen sind zwei Füße von einem Gegenspieler. Den willst du ausdribbeln. Okay. So, ich mache nochmal schnell. Arme ausstrecken, ein Fuß hoch und jetzt in der Luft tauschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir gehen daneben vorbei. Drücken. Kleiner C schieben. Übersteiger rechts, alles rechts vorbei. Und Schuss rechts in die Ecke. Gut, probier's mal aus. Ah, du bist der Linksfuß, gell? Ich kann trotzdem mit rechts machen. Nee, mach's ruhig mit links auf deiner Seite vor. Chris macht jetzt einmal für alle Linksfüßer vor. Und geht zur anderen Seite vorbei. So, das bleibt alles gleich. Arme ausstrecken, sehr gut. Und in der Luft tauschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du gehst auf der anderen Seite. Ich würde auf der anderen Seite, wenn du Linksfuß bist, ja, links nochmal, drücken links, schieben links. Übersteiger links, links vorbei, Schuss links. So, jetzt hast du beide Varianten gesehen. Wenn du Rechtsfuß bist, machst du es wie ich. Wenn du Linksfuß bist, machst du es wie der Chris. Genau. Gut. Du machst jetzt noch zwei. Ja. Du kannst auch zwei mit links und zwei mit rechts machen. Du kriegst es ja mit beiden hin. Okay? So, für die Linksfüßer gleich weiter. Die können jetzt nochmal genau hinschauen. Jeder zu Hause bitte auch zwei Probedurchläufe. Erst rechts, okay? Ja, rechts, rechts. Klein, alles rechts, schieben rechts, einen kleinen C, Übersteiger rechts, vorbei rechts, Schuss rechts, jawohl. Ein Fuß auf den Hocker. Links, gut, für den Linksfüßer, sehr schön. Und
Innenposten kann passieren. Warte, ganz kurz, warte, Chris. Schau zu Hause, dass du auf beiden Füßen gleichzeitig landest. Okay? Also nicht erst Hocker Boden oder Bodenhocker, sondern wirklich, es muss eigentlich ein Geräusch machen und nicht Duduk. Okay. Okay, probier es einfach. Wunderbar. Waren das 8? Das waren 8. Ja. Okay, weiter. Okay. Wenn du es schon für Rechtsfüße vormachst, dann mach mit dem rechten Fuß. Drücke, schieben, kleiner Zick. Übersteiger, Finte. Und machen wir Wettkampf. Mach ich, oder? Du machst das alles. Bitte sehr. So. Wie viele Runden? Wir machen natürlich auch Schnelligkeit, weil es eine Schnelligkeitsübung ist. Wer zuerst 4 Tore? 4 Tore? Ja. Alles klar. Okay, und bereit zu Hause? Wer hat zuerst 4 Tore? So schnell du kannst. Jetzt gib richtig Gas, okay? Und los. 1, 2, 3, 8. Jawohl. Drücken. Starker Fuß natürlich. Alles mit dem starken Fuß jetzt. Wie immer. Also, wie vorhin. Chris macht jetzt auch nur noch mit seinem starken Fuß, das ist völlig okay. Nur der starke Fuß. Sehr schön. Ein Treffer hast du schon. Drücke. Kleiner Zeh. Schnell, 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 schnell. Ja, bisschen berühren. 2 Treffer. 2 von 2 Kopfen. 4, 5, 6, 7, 8. Drücken. Schieben. Jawohl. Nein, kein Treffer. Eile. Ich komme richtig ins Schnaufen, Leute. Ja. Wir müssen leider noch die ganze Übung nochmal machen. Wenn wir nicht treffen. Es ist echt hart heute. Sehr anstrengend ist das. Wunderbar. 3 hast du, oder? Ja. Einen brauchen wir noch. 4, 5, 6, 7, 8. Schieben. Jawohl. Alles richtig. Stopp. Gut. Heftig, oder? Heute. Wunderbar. So. Wir brauchen natürlich jetzt noch was für die andere Seite. Gegenspieler, der kann ungefähr so bleiben. Es wird leider nicht weniger anstrengend. Ja, das müsste so. Ausstrecken. Und wir machen Brellsprünge. Heißt, draufspringen, runterspringen. Okay. Okay. Pass mal auf. Also, versuch die Beine möglichst nicht so anzuwickeln, sondern gestreckt zu halten, okay? Also zack, 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 da reichen 4, okay? Du siehst schon, wenn du dann landest, kannst du immer eine ganz kleine Pause machen, nur oben hier schnell drauf. Ja. Okay, unten von mir was landen, oben, komm, schnell drauf, ja. Mit den Vorderfüßen. Ganz kurze Kontaktzeit noch. So, wir gehen daneben hin, ich gehe jetzt als Rechtsfuß auf die linke Seite, drückt aber wieder mit meinem starken Fuß, schiebt mit meinem starken Fuß, Übersteiger rechts jetzt, auch wieder starker Fuß. Nach dem Übersteiger geht erst der schwache los. Okay, jetzt ist der Ball leider ein bisschen rübergerollt, macht nichts. Kleiner C, Schuss links. Ich mach's jetzt nochmal. Ja, komm, mach du. Ich mach's gleich. Zu Hause, ihr habt das bestimmt schon gecheckt. Und ich sag's dir einfach vor. Also, wir brauchen 4 Sprünge. Kurze Kontaktzeiten auf dem Hocker. Arme ausstrecken. Kurz. Jawohl. Und kurz. Bisschen höher auf dem. Versuch ein bisschen nach oben zu springen mit den Zehenspitzen oben auf dem Hocker. Okay. Das ist die Schwere. Ja. Hoch. So. Ja, noch mehr nach oben katapultieren. Hoch. Also zack. Ja, wird schon besser. Hopp. Da
Okay. Genau. Du hättest nur, ach, du machst es für die Rechtsfüßer vor. Rechtsfüßer, okay, ja. Für die Rechtsfüßer nochmal zuschauen. Rechter Fuß schiebt, rechter Fuß übersteigt und ab jetzt links. Links. Schwarzer Fuß schießt. Gut. Ja, jetzt Moment. Lass mich mal nochmal schnell hin. Du springst jetzt zwar drauf und gehst sofort wieder runter. Schau mal, so. Sieht das bei dir fast aus. Also du räumst das Ding. Versuch mal, nach oben zu springen. Okay. Also das hätte jetzt eben noch ein, zwei Versuche, dann hättest du den genauso abgeräumt wie ich gerade wahrscheinlich. So, jetzt versuch mal, noch eine Ebene höher zu kommen. Schau her, du springst drauf. Hoch. Gesehen. Okay. Nochmal für die Rechtsfüßer bitte. Für die Rechtsfüßer. Für die Rechtsfüßer. Ja. Tja. Und hoch, Chris. Hoch. Ja. So, nicht nur zurückspringen, sondern nach oben. Ja, der war schön. Vier Stück. Mann, eins, zwei. Ja, gut, gut, gut. Ich mach ganz von vorne. Okay, nochmal vier. Hoch! Oh, das war nicht so. Nein, der war nicht so gut. Besser. Hoch wieder. Ja, wie eine Sprungfeder. Drei, ja. Schieben rechts, Übersteiger rechts und ab jetzt links. Gut. Soll ich einmal für links was vormachen? Ja, bitte. Linksfüße aufgepasst. Rechtsfüße einfach weitermachen, nach oben springen, wichtig, ja, der war nach oben, jawohl, oben auf den Hocker, das ist wie bei Super Mario so ein Sprungbrett. Übersteiger links, rechts, rechts, schöner Schuss, genau in die Ecke. Danke. Nochmal, hoch. Schön, letzter. Wunderbar. Linksfüßer. Links. Gehen da, gehen rechts vorbei. Jawohl. Schieben links, Übersteiger links, rechts vorbei. Gut. Wenn dir das zu schnell ging, drück auf Pause, spul nochmal zurück und schaust dir nochmal ganz, ganz in Ruhe an, bevor wir jetzt zum Wettkampf kommen, wenn du dir nicht sicher bist. Wenn du sagst, easy peasy, ich schlag den Chris, dann Feuer frei und loslegen. So, jeder mit seinem starken Fuß natürlich. Chris, du darfst auch wieder mit deinem linken machen. Okay. Heißt, Übersteiger links, Schuss mit? Rechts. Genau. Die Rechtsfüßer schießen mit links. Trick mit dem starken, mit rechts. Gut. So, bereit halten für den Wettkampf. Was haben wir vorher gesagt? Vier Treffer, gell? Ja. Vier Treffer brauchen wir, ja. Wenn du einen Fehlschuss hast, musst du nicht nochmal springen, nicht nochmal den Übersteiger machen, sondern du gehst einfach zurück auf Höhe des Gegenspielers und schießt nochmal, bis der Ball im Tor ist. So lange schießen, bis der Ball im Tor ist. Also bei Nicht-Treffer bitte nicht nochmal springen, sondern nur den Schuss wiederholen. Das dauert sonst ein bisschen lang. Das stimmt. Ja. Gut. Vier Treffer brauchen wir und los. Vier Sprünge, eins, nach oben springen bitte, nicht vergessen. Zwei, schön, drei, vier, gut. So, starker Fußtrick, schwacher Fußschuss, schön, kleinen Hammer. Starken Fuß im zweiten, aber. Hast du gleich einen schwachen? Mach weiter, komm! Wir schießen alles mit dem schwachen! Ach ja, stimmt. Aber okay. Zweiter Treffer haben wir. Jawohl, und nochmal drei. Ja, schön, genau in die Ecke. Drei Treffer, eine brauchen wir noch. Für die letzten vier Sprünge. Hoch wieder. Geh richtig hoch, hoch. Wie Super Mario. Ja. Schieben. Stark und stark. Jawohl. Gut gemacht. Versuchen, Chris seine Zeit zu schlagen.
Wenn ja, dann passt. Alles wunderbar. Und wir können zur nächsten Übung. Ja. Gut. Zack, 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 Schlag auf Schlag. Wir können das schon mal zusammenräumen, einen kleinen Schluck trinken und dann machen wir sofort weiter. Tun wir mal das Tor jetzt in die andere Ecke einfach. Ja. Wobei, wir lassen alles so stehen. Okay. Wir lassen alles so stehen. Trink mal einen Schluck. Müssen wir zum Ende kommen, Chris. Ich merke schon, du bist kaum. Ja. Tom bleibt in einer Ecke, der Hocker in die Ecke daneben. Okay? So, dass du hier einen Meter Platz hast. Er ist leicht schräg. Und hier ist natürlich auch Platz. Ja, so müsste es ungefähr. Ein Meter von der Wand weg. Der kann, hätte eigentlich so bleiben können, wo er war. Und hier brauchen wir ein Hütchen. Also Hocker in die Ecke. In die Ecke ein Hütchen. Ein Meter von der Wand ungefähr weg. Und hier brauchen wir nochmal unser Übersteigerhütchen. Der bleibt nämlich. Alles klar. So. Es geht ganz, ganz leicht los. Du kannst es eigentlich wieder machen, wie du magst. Mhm. Wichtig ist, abwechseln. Du berührst den Ball einmal mit links und einmal mit rechts. So. Okay. Also leg dir den Ball auf die eine Seite. Wir müssen es wieder viermal machen. So. Einmal links, rechts berühren. Anhalten. Okay. Einmal rechts, links vor. Ziehen, vor. Ziehen, vor. Okay? Okay. Haben wir jetzt schon viermal? Viermal hast du. Einmal ziehen, vor. Der ist erledigt. Okay. Jetzt geht's dahinter. Du drehst um. Und zwar, wie du das machst, ist mir erstmal noch völlig egal. Ich mach's jetzt gleich mit zweimal ziehen. Einmal ziehen, zweimal ziehen. Umdrehen, Übersteiger, starker Fuß bleibt. Rechts vorbei. Ich mache es jetzt nochmal, es ist nämlich viel zu merken heute. Ich fange mal hier an. Ich fange mit dem Lieblingsfuß an. So, ziehen, neben den Hocker spielen. Jetzt nehme ich natürlich den anderen Fuß. Ja. Okay. Ziehen, neben den Hocker spielen. Müssen wir noch zweimal, oder? Ja. Viermal. Ziehen, neben den Hocker. Ziehen, neben den Hocker, gleich nach vorne. Wir drehen beim ersten Gegenspieler um, wenden, okay, Übersteiger, Schuss, das bleibt. Top. Jetzt machst du. Du darfst es genauso machen, nur den Übersteiger machst du mit links, bitte. Ja. Es bleibt alles gleich, egal ob du rechts- oder linksfüßer bist. Den letzten Übersteiger. Also beim letzten Gegenspieler machst du alles mit deinem starken Fuß. Übersteiger, vorbei, alles starker Fuß. Lieblingsfuß. Ciao. Gut, wir müssen viermal am Hocker vorbei. Einmal. Hinterziehen, Vorsicht, Hocker nicht berühren. Genau, wir gehen vorbei. Wie du das machst, ist egal. Einmal noch und jawohl. So, Ball rollen lassen. Mach wie du meinst. Gut. Links vorbei auch, alles links bei dir, weil das dein Starker ist. Gut? Ja, hier drüben ist was. Fang an der Wand an, ja. An der Wand ist besser, wenn man anfängt. Jawohl. Ziehen und aufhalten. Gut. Ziehen, Innenseite. Super. Einmal ziehen, zweimal ziehen. Übersteiger, stark, stark vorbei, Startschuss. Alles stark. Machst du es nochmal für die Rechtsfüßer? Ja.
Wir fangen wieder an der Wand an. 10. Okay, stopp mal ganz kurz, Chris. Ihr seht es jetzt nochmal. Ihr zieht ihn mit dem einen Fuß und passt ihn mit dem anderen Fuß so ein bisschen vorbei an dem Hocker. So, und jetzt zieht er mit dem rechten Fuß und passt ihn mit dem linken. Jetzt zieht er mit dem linken und passt ihn mit dem rechten. Jetzt zieht er mit dem rechten und passt ihn mit dem linken. Jetzt zieht er mit dem linken und passt mit dem rechten. Okay? Ja. Wir machen es nochmal von vorne, legt ihr den Ball zu Hause auch an die Wand und wir müssen viermal ziehen, viermal vorbeispielen quasi. Ziehen, vorbeispielen. 3 und noch einmal 4. Gut. Jawohl, beschleunigen, wir drehen um, ziehen den Ball und jetzt alles Lieblingsfuß. Lieblingsfuß? Rechter Fuß, oder? Ja, du musst für Rechtsfüßer machen, Entschuldigung, alle Rechtsfüßer, ja. Gut. Schön. In die Ecke. Nochmal bitte mit dem rechten Fuß. Also jetzt am Anfang ist es ja egal welcher Fuß, es ist für alle gleich am Hocker. Gut, für alle gleich. Du rollst ihn. Schön. Passt? Keiner gesehen. Keiner, du willst nochmal schießen, ja, komm mal rein mit rechts. So, Wettkampf. Sauberkeit heißt nicht Schnelligkeit, sondern sauber. Du musst 5 Runden das Ganze machen. Okay. Und wir schauen einfach, wie viele Treffer dabei rauskommen. Okay. Der Ball ist aufgeladen, wenn du die Tricks sauber gemacht hast, wenn alles geklappt hat. Dann ist der Ball scharf und du darfst ihn schießen. Wenn du ihn triffst, gibt es einen Punkt. Und wir machen 5 Runden, okay? Okay? So sauber du kannst. So. Bereit machen, wenn du dich jetzt wie immer noch nicht sicher fühlst, ein bisschen zurückspülen, nochmal üben. Und wenn du sagst, ja, jetzt bin ich wettkampfbereit, ich kann alles, dann trittst du gegen den Chris an. Gut. 3, 2, 1 und los. Ziehen, vorbeispielen, ziehen, vorbeispielen. Mit der Innenseite vorbeispielen. Also wir drehen um. Übersteiger. Den nochmal üben. Starker Fuß, starker Fuß, starker Fuß. Leider noch kein Treffer. Genau, sofort die nächste Runde machen. So sauber wie möglich. Es geht nicht auf Zeit. Es ist völlig egal, wie lange du brauchst. Gut. Das war sauber. Lass den Ball rollen, schön, das war auch sauber. Ist der andere ein bisschen besser. Yeah. Okay. Zwei Runden Hammer. Viermal ziehen, viermal vorbei. Umdrehen. Übersteiger mit den Zehenspitzen. Schön. 3 Runden, das heißt, du brauchst noch 2. Ziehen, vorbeispielen. Ziehen, vorbeispielen. Einmal noch. Schieben, umdrehen. Gut. Nach links. So, letzte Runde, oder? Ja. Chris ist heute gerade beim Wettkampf. Rechtsfüßer übrigens. Oder? Du machst gerade alles mit rechts, habe ich gesehen. Ja, da läuft es besser, das ist mein Glücksfuß. Ach so. Jetzt machen wir, komm, jetzt machen wir noch mal links. Posten. 3 Treffer, oder? Von 5. Ja. Gut. Lass dich nicht beirren, weil der Chris seine Füße getauscht hat. Du zu Hause machst es natürlich mit deinem Lieblingsfuß. Alles mit dem Lieblingsfuß. 3 von 5, wir machen die nächste Übung. Dafür bauen wir das Tor bitte in die Ecke, Chris. Okay. Das Hütchen kommt jetzt hier hin. Das Übersteigerhütchen kommt auch auf die andere Seite des Raums. Oh.
für unsere langen Beine. So. Letzte. Du nimmst deine Lieblingsfuße. Jetzt berührt nur noch der Lieblingsfuß den Ball. Nur der Lieblingsfuß. Es ist immer noch ziehen, vorbeispielen. Okay. Okay? Ziehen, vorbeispielen. Ziehen, denk dran, nur der Lieblingsfuß, das ist mein rechter. Ziehen, jetzt komme ich ja hier nicht vorbei, weil mein linker Fuß im Weg ist, also muss ich den hinteren Fuß vorbeispielen. So. Ziehen, hier komme ich locker durch, vorbeispielen und noch einmal ziehen, hinterm Fuß vorbeispielen. Der linke berührt den Ball bitte nicht. Okay? Okay. Die Linksfüßer fangen auch hier an. So, linker Fuß auf den Ball. Alle Rechtsfüße müssen jetzt gar nicht zuhören. Linker Fuß auf den Ball, wir ziehen den Ball und jetzt müssen wir ihn hinterm Fuß am Anfang vorbeispielen. Okay? Und jetzt linker Fuß wieder auf den Ball. Ziehen, hier haben wir Platz, hier ist nichts im Weg. Nochmal, linker Fuß, rechtes Bein ist im Weg, also bitte dahinter vorbeispielen. Und hier, auf der Seite geht es jetzt mit links ohne Probleme. So, wir dribbeln jetzt nur noch in unser Hütchentor. Alle machen denselben Trick, wir ziehen ihn mit rechts, wir müssen ihn quasi zweimal ziehen. Okay. Heißt Zidane-Rolle, wir ziehen ihn mit rechts. Zum anderen Fuß und jetzt ziehen wir mit links. Haben wir in den letzten Wochen schon mal gemacht und schießen den Ball bitte mit links aufs Tor. Alles klar. Die Rechtsfüßer schießen mit links. Haben wir vorher mit dem starken Fuß geschossen, oder? Bei der ersten Übung gerade. Genau. Die, die Linksfüßer legen sich nochmal rüber auf rechts. Okay. So, jetzt pass auf. Du bist Linksfuß, du machst es jetzt für die Linksfüßer noch erstmal schnell vor nochmal. Alles klar. Die Rechtsfüßer können schon mal ausprobieren. Ja, hinterm Fuß und hier ist Platz, hier kann man vor dem Fuß einfach ziehen hinterum. Ja. So, rechts ziehen, links ziehen. Du legst ihn dir rüber auf den schwachen Fuß als Linksfuß. Genau, wir schießen immer mit dem schwachen Fuß. Der Trick machen alle gleich. Okay, nochmal für die Linksfüßer bitte. So, wir ziehen. Nur der linke Fuß berührt den Ball, der rechte bitte nicht. Es ist schwer, wie immer zum Schluss kommt das Allerschwerste. Umdrehen, rechts, links und schwacher Fußschuss. Ja, aber ein bisschen in die Mitte. So, gleich nochmal für die Rechtsfüßer zwei. Rechtsfüßer jetzt wieder ganz genau hinschauen, die Linksfüßer machen es einfach weiter. So, wir fangen genau hier an. Hier ist Platz, vor dem Fuß, hinter dem Fuß vorbei. Vor dem Fuß, hinter dem Fuß. Der linke berührt nicht. Nur der starke Fuß. So, hier machen alle gleich. Rechts ziehen, links ziehen. Schwacher Fuß. Jetzt machen wir nochmal ganz, ganz langsam. So, wir fangen links vom Hocker an. Ziehen, vorbeispielen. Ziehen, hinter Fuß vorbeispielen. Ziehen, vorbeispielen am Hocker. Ziehen und Hinterfuß vorbeispielen. Dribbeln, 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 dribbeln. Alle machen. Einmal ziehen mit rechts, zweimal ziehen mit links und schießen mit dem schwachen Fuß. Gut. Wenn du jetzt sagst bei der schweren Übung, boah, ob ich da überhaupt einen Wettkampf machen soll, bitte unbedingt ausprobieren. Ausprobieren, macht nichts. Du kannst dir natürlich, wenn du sagst, boah, ist echt schwer, mach noch zwei, drei Proberunden. Trotzdem tritt gegen den Chris an. Selbst wenn es nicht klappt, macht nichts. Du bist bereit? Ich mache zweimal links, zweimal rechts. Du mixt wieder die Füße? Mhm. Okay. Ansonsten darf natürlich jeder zu Hause mit seinem starken Fuß machen. Leg dir den Ball links vom Hocker hin, warte aufs Signal und dann geht's ab. 3, 2, 1. Kinder gegen den Chris. Letzter Wettkampf. Und los. Starker Fuß, macht den Trick, ziehen vom Beispiel. Jawohl. Chris macht erstmal das Linksfuß. Einmal ziehen, zweimal ziehen. Schuss mit dem Schwamm. Sehr gut. Fünf Runden wieder, genau wie vorhin. Gell? Habe ich jetzt noch nicht gesagt. Fünf Runden bitte. Schauen, wie viele Treffer dabei rauskommen. Mhm. Rechts 10, links 10, schwacher Fuß.
es jetzt gerade als Rechtsfuß, ziehen vorbeispielen und ziehen hinter dem Fuß. Ist immer der gleiche Rhythmus. Rechts ziehen, links ziehen, schwacher Fuß. Jetzt läuft es besser. Ja, du fühlst dich heute irgendwie als Rechtsfuß wohler. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Vier haben wir. Vier haben wir schon, letzte Runde schon. Ja, letzte Runde. Wir haben wieder nicht gezählt. Da kommen wir mal ganz schnell. Oh. Jawohl. Er macht das Linksfuß. Schön. Schieben, rechts ziehen, links ziehen. Schwacher Fuß. Ja, nix. Den hat der Tor gehalten. Wie viele Treffer haben wir? Drei? Vier. Hast du nur einen Fehlschuss? Vier, gar nicht. Gut, das war's schon für heute. Kurz und knackig. Ja. Du bist auch K.O. Ich bin K.O. Schön. Ich leg mich wieder hin. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Nachmachen und beim Üben. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.